Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin der Ecki und wir sind heute wieder mal in München und zu Gast ist heute mein Kollege Tobias Konrad. Tobias, schön, dass du da bist. Hi, grüß dich. Schön, dass ich da bei dir sein darf. Tobias ist Coach, er ist Freizeit-Yogi, er ist Vater, er ist Mann, ja. Ehemann und ist ein Mensch, der sehr gerne vor Menschen spricht, um seine Ideen und seine Energie auf andere auch übertragen zu können. Wir hatten schon mal ein Interview, das könnt ihr nachschauen. Und heute wollen wir darüber sprechen, Tobias, was kann ich machen als Coach, wenn ich mal einen richtig schlechten Tag habe? Wenn ich aufgestanden bin mit dem linken Fuß und denke mir, ah, oh Mann, heute geht gar nichts, ich habe keinen Bock, ich bin müde, es ist null Energy in mir. Was sind für Ideen, was für Tricks kannst du jemand an die Hand geben? Gibt es ja immer wieder. Und ich finde sowas extrem wichtig, gerade Menschen, die mit Menschen arbeiten. Ja, weil das ist einfach, wenn du eine miese Laune hast, dann gibst du diese miese Laune an andere weiter, die geben dir miese Laune wieder weiter und dann wird der Tag ein Horror. Wenn du jetzt am Fließband arbeitest, das Fließband, dem ist es scheißegal, wie du drauf bist. So, jetzt mit Menschen arbeiten, da ist es relativ wichtig und es war jetzt zum Beispiel auch ganz spannend, heute mega Beispiel. Ich bin gestern ins Bett. Wir haben mit unserem Kleinen gerade so ein Ritual, wie wir ins Bett gehen. Jemand, der ein junges Kind hat unter einem Jahr, der weiß, so ein Ritual kann gerne mal 2 Stunden dauern. Dann bin ich danach, weil ich noch viel zu tun hatte, dieses Ritual haben wir durchgemacht, bin ich noch länger wach geblieben, habe noch Sachen gearbeitet, damit ich dann um 00:30 ins Bett gegangen bin. Bis er ein Feuerwerk losgelegt hat um 01:30. Dann hat es nochmal 1,5 Stunden gedauert, bis ich wieder schlafen konnte. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn ich heute früh aufgewacht bin, war ich voller Energie. Habe ich gedacht, geil. Natürlich nicht. Gibt es auch dann, das ist mein, ja, nicht so läuft. Obwohl du in den schönen Bergen aufwachst. Obwohl ich in den schönen Bergen und obwohl ich Yoga mache und meditiere. Wobei, da kommen wir jetzt schon dem Thema insgesamt ein bisschen näher, was man machen kann. Und zwar ist es ja so, grundlegend ist ja, beschreibt unser Denken das, was wir gerade jetzt wahrnehmen, fühlen und so weiter. So, und jetzt, wenn ich heute früh aufgestanden wäre und mir gedacht hätte, Halleluja, was zur Hölle, der Kleine, ich habe 5 Stunden geschlafen, ich habe heute wieder einen ganzen Tag vor mir, ich wusste, dass ich dich treffe, hallo, das ist anstrengend. Auch für positiv anstrengend. Aber so kann ich da ja reingehen. Ja, so. Ja. Oder, und das hört sich jetzt so banal an, aber wir kommen nachher dann gleich noch dazu. Oder ich stehe jetzt auf und sage, okay, wow, der Kleine ist einfach der Wahnsinn. Das ist einfach wirklich der Wahnsinn mit dem. Und ja, das ist gerade für den schwer, weil er gerade etwas lernt, was er noch nie gelernt hat. Und klar, ich bin nur dafür da, dass ich ihm die Chance gebe, etwas zu lernen. Mehr kann ich mit einem kleinen Kind eh nichts machen. Und jetzt habe ich heute noch einen geilen Tag, dass ich mit Ecki, mit dir heute essen gehen darf. Wo ich dich seit Jahren nicht mehr gesehen habe und mich immer wieder gefragt habe, wann treffen wir uns endlich. Ist ganz anders. Und auf einmal ist auch das Gefühl ganz anders. Und jetzt will ich aber nicht sagen, dass mein ganzes Leben schon immer so funktioniert hat. Also wenn ich mal jetzt so 16, 18 Jahre zurückspule, ich war grundlegend eher ein wirklich schlecht gelaunter Jugendlicher. Also ich war spät pubertär, ätzend. Also ich hätte mich mit mir nicht unterhalten wollen, ganz ehrlich. Ich bin vorgestern mit dem Fahrrad bin ich wo vorbeigefahren und dann haben die den ganzen Fahrradweg eigentlich blockiert. Ich hatte einen Kinderanhänger hinten dran. Und dann schreie ich so nach vorne, Vorsicht bitte auf die Seite. Und der so, hat doch Platz. Und ich denke mir so, scheiße, so war ich auch drauf. So, ich glaube, da kennen sie vielleicht auch einige wieder. Also ich kenne die andere Seite der Medaille auch. Und das war dann einfach irgendwann so ein Prozess von mir, wo ich gemerkt habe, okay, wer will ich eigentlich sein? Will ich dieser miese, petrige Vollpfosten sein oder nicht? Und das hat mein Leben insgesamt verändert. Und auf einmal war es so, wenn ich in den Spiegel geschaut habe und mir gedacht habe, scheiße, mir geht's echt ätzend. Und also ganz früher war es so, die einzige Idee, warum ich aufstehen wollte, war, um 6 Uhr hat der Wecker geklingelt und dann, ich hatte keine Lust in die Arbeit zu gehen. Und das Einzige war, okay, ich kriege meine erste Zigarette und meine erste Red Bull-Dose. Die hatte ich schon vor 7. Ja, also wirklich schlecht gelaunt. Sondern war irgendwann die Frage, will ich so weitermachen oder nicht? Und dann wurde mir irgendwann klar, nein. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wer will ich eigentlich sein? Wer will ich eigentlich sein? Wofür will ich eigentlich stehen? Was sollen Menschen, ist mir mittlerweile ehrlich gesagt egal, was andere Menschen über mich denken, aber wofür will ich für mich persönlich stehen?
Und das war nicht das Bild, was ich wollte. Und ich war relativ oft schlecht gelaunt. Und dann habe ich allmählich dann gelernt, wenn ich in der Früh in den Spiegel geschaut habe, und du kennst es vielleicht, es gibt so die Tage, schaust du in den Spiegel und denkst dir, ach, Gott ist mir erschienen. Ach, Wahnsinn, so toll. Und manchmal denkst du, welche Pickel hat Fresse, schaut er gerade in den Spiegel. Und dann habe ich begonnen, die Gedanken umzudrehen. Von Hackfresse zu göttlicher Hackfresse. Und dann wurde es auf einmal besser. Jedes Mal, wo ich dann in den Spiegel geguckt habe und mir gedacht habe, heute ist ein Scheißtag, habe ich mir gedacht, nein, warte mal, das ist doch wieder irgendein blödes Denken, was ich mir von früher irgendwann aufgespart habe. Und was mir da wirklich geholfen hat, ist Meditieren. Einfach mal im Meditieren. Also, weil jeder Mensch, darf ich noch ein bisschen ins Detail gehen? Gerne. Wir Menschen, wir haben ja 60.000 bis 80.000 Gedanken jeden Tag. Und das Schlimme daran ist, diese Gedanken, 90% davon denken wir gestern, heute und denken sie auch morgen wieder. Also wir denken oft, dass wir innovativ irgendwie was Neues denken. Bullshit. Unser Gehirn erzählt uns, dass wir immer wieder was Neues denken. So, und wann immer ich dann irgendwann gemerkt habe, wenn ich etwas denke, was nicht resultatführend ist, was nicht dorthin führt, wo ich eigentlich hin will, so wie ich mich sehen will, mit meiner Leidenschaft, wofür ich stehe, dann muss ich es hinterfragen. Und gerade beim Meditieren, wenn du einfach mal so 5 oder 10 Minuten da sitzt und einfach dann mal nur so versuchst, nicht zu denken, klappt sowieso nicht. Also versuch nicht, nicht zu denken. Hör auf. Aber denk nicht an einen rosa-roten Elefanten. Ja, genau, ganz genau, das Beispiel. Aber wenn du da mal siehst, was für ein verrückter Film bei dir abgeht und irgendwann kommt dieser Knopf und dann kannst du auch gar nicht mehr so zurück, wenn du einfach mal merkst, was für ein Scheiß da in deinem Kopf manchmal vor sich geht. Nicht, ich sage immer deine, mit deinem weiß ich nicht, du bist ja rein, du bist toll. Aber was bei uns Menschen sich einfach manchmal vor sich geht, das ist wirklich krass. Und dann kann man immer wieder ein kleines Stück nachjustieren. Und das ist wie Training. Ja, das ist wie, wenn du mich jetzt aufs Eis schicken würdest, ich habe das letzte Mal Eishockey gespielt vor 20 Jahren oder so. Es war am Anfang eine Katastrophe, aber du würdest mich relativ schnell wahrscheinlich weiterbringen. Zack, zack, zack. Und so ist es da auch. Und Meditation ist dann nur eine Übungsform dafür. Und das ist auch, was ich extrem brauche, bevor ich auf eine Bühne gehe. Wo ich jetzt im März habe ich das erste Mal vor 1000 Leuten gesprochen. Hey, da ist eine Erwartungshaltung. Wenn 2000 Augen dich anschauen, dann sitzt du da und denkst, okay, jetzt heißt es performen. Und du gehst auf die Bühne und du hast nicht eine Sekunde Zeit zu zögern. Und da kommen viele Missgedanken hoch. Und da zu lernen, wie du da rauskommst, das ist etwas so Lebenserweiterndes, wie es geht. Und dann geht es weit über das hinaus, wenn du mal einen Bad Hair Day hast, dass du dich da wieder zurückregulierst in das normale Ich. Du stehst vor 1000 Leuten, das ist nicht jedem Coach sagen wir mal, möglich oder auch nicht gewährt, dass er vor 1000 Leuten spricht, sondern hat entweder eine Person oder ein Team von, ich sag mal, 25 Leuten. Was gibt so zwei Tipps, die du so jemandem geben würdest, der so aufsteht und denkst, oh, heute geht nichts, ich brauche irgendwie einen Kick, dass was abgeht? Und das ist ganz wichtig, das brauchst du nicht vor 1000 Menschen. Am allerwichtigsten ist es eigentlich in der eigenen Familie. Und da ist es, wo die meisten Menschen versäumen. Ja, die gestresst von der Arbeit nach Hause kommen und dann erstmal den Partner, die Partnerin irgendwie anmauzen, weil der Tag irgendwie scheiße war. Kann doch der Partner nichts dafür. Ja. Also ich finde, gerade zu Hause ist dieses Thema ganz wichtig. So, wofür oder wie? Einmal kurz abschalten. Wir arbeiten mit der Körperebene, richtig? Du weißt es selber, wenn du Sport gemacht hast, dann ist auf einmal nichts mehr so scheiße, wie es eventuell vorher mal war. Warum? Weil wir unsere Emotionen sich verändern, weil sich alles verändert. Das ist geil. Also kurz laufen gehen, kurz irgendetwas machen. Diese Frühsportroutinen, das mache ich mit meinen Coaches ganz gerne, wo ich denen sage, mach 5 Minuten etwas. Das ist mir doch total klar, dass das nicht wirklich viel bringt, dass sie ihre Ausdauerleistung jetzt extrem verbessern, dass die viel mehr Kraft kriegen. Nee, mir geht es einfach mal darum, dass die in sich klarer werden und ihre Emotionen etwas freier schalten. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2, und das ist wahrscheinlich in der heutigen Gesellschaft das absolut Wichtigste, die erste Dreiviertelstunde komplett handyfrei. Komplett frei von irgendwelchen Mist. Weil jeden Mist, den du in deinen Kopf reinballerst, der macht etwas mit dir. Und wenn du in der Früh schon scheiß Instagram, scheiß YouTube, scheiß irgendetwas, das ist auch auf YouTube, verstehe mich falsch, das ist richtig. Und auf meiner Homepage. Und auf deiner Homepage. www.lfct.org, nicht vergessen. Was, by the way, wahrscheinlich die beste Homepage auf diesem Planeten ist, noch vor Google. Und jetzt steigt die Erwartungshaltung. Nee, aber die Sache ist, wenn ich jetzt da ins Internet, oder ich schaue da rein WhatsApp und ich kriege irgendeine blöde Nachricht,
dann beginnt der Tag ja schon ätzend. Wenn irgendwo ist mal wieder eine Bombe hochgegangen oder irgendwie sowas. Das ist gut, wenn wir da eine Anteilnahme haben, aber nicht direkt am Anfang des Tages. Die erste Dreiviertelstunde ist deine Dreiviertelstunde für dich und mit deiner Familie, mit deinem Kaffee, mit deiner kurzen Bewegungseinheit, mit einer kurzen Meditation. Such's dir aus. Bete, scheißegal, was auch immer. Mach irgendetwas, was für dich und für deine Familie gut ist. Und dann würde sagen, ich glaube, das Konzept kennst du, mach dein Miracle Morning. Ja, genau. Also nimm dir Zeit für dich. Das Konzept kennst du, um genau das zu tun, wie du sagtest. Nicht die äußeren Einflüsse auf dich wirken lassen, sondern du mit dich selbst beschäftigen, ob das jetzt um 5 ist oder um 7 ist. Eine halbe, dreiviertel Stunde, wie du sagst. Manche machen es eine Stunde, die das sehr konsequent und intensiv verfolgen, aber die Zeit einfach nehmen, hinsetzen. Ich muss auch, das noch, glaube ich, zum Abschluss ganz wichtig. Also zum einen hört sich sowas ganz banal an, Miracle Morning. Ist für mich dann immer so ein Wuhu-Ding. Also ich war früher nicht offen solchen Sachen gegenüber, muss ich echt sagen. Ich musste es immer erst selber austesten. Das zum einen, also es ist wirklich etwas dran und in meinem Coaching ist Manager. Spitzenathleten auch teilweise, die sich echt komplett verändert haben dadurch. Und wovon ich aber absehen würde, und das ist meine persönliche Erfahrung, es so weit zu übertreiben. Also wenn ich da sage, eine Dreiviertelstunde, da ist bei mir dabei, okay, ich stehe auf, ich kratze mich erstmal am Rücken, ich putze mir die Zähne, ich suche mir aus, was ich anziehe, irgendwie so etwas. Es kann ein ganz normaler Regelablauf auch sein. Natürlich ist es dann die Champions League, wenn ich es irgendwie schaffe, eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde mache ich die Tür hinter mir zu und alles. Aber wer ein junger Vater ist, der weiß, okay, das ist eh nicht mehr so. Oder also es muss ins Leben auch reinpassen und da finde ich es dann ganz wichtig, dass es einfach das ist, was für dich passt. Also ein paar Ideen, wie man so einen Tag, so ein, du sagtest Bad Hair Day, mal umgehen kann, beziehungsweise wie man da wieder rauskommt. By the way, viele Menschen glauben, ich habe jeden Tag einen Bad Hair Day, so wie ich aussehe. Aber es ist egal, was außenrum das Innere zählt. Ja, das stimmt, Gott sei Dank. In dem Sinne, ein paar Ideen. Wenn es da Fragen dazu gibt oder Ideen, was man noch machen könnte von eurer Seite oder was ihr macht, wenn ihr mal einen schlechten Tag macht, das würde mich mal interessieren. Pass auf, was macht ihr, wenn ihr mal einen richtig schlechten Tag habt, aber ihr müsst vor eine Gruppe, vor einen Auftritt, von auf die Bühne gehen? Was macht ihr? Das würde mich mal interessieren. Schreibt die gerne noch in die Kommentare. Und in dem Sinne würde ich sagen, herzlichen Dank, Tobias. Okay. Hab mich wieder mal gefreut. Bis zum nächsten Mal. Euch viel Spaß dabei. Bis bald. So. Ciao. Ciao. Ciao.